Regenwetter in Dortmund, keine optimalen Bedingungen hier im Signal Iduna Park, aber wir begrüßen Sie natürlich trotzdem sehr herzlich zu dieser Partie. Am Mikrofon auch heute wieder Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir übertragen Ihnen heute ein Spiel vom ersten Spieltag der Bundesliga. Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt. Jetzt geht es hier also endlich wieder los, die Liga. Spieltag 1. Beide Mannschaften haben eine lange Vorbereitung hinter sich. Und auch die Fans erwarten diese Punktspiele. Es kribbelt, keine Frage, Wolf. Endlich geht's rein in die neue Saison. Uschi, wie siehst du sie heute, was die Strategie angeht? Ja, wir wissen natürlich, was ihre Spezialität ist, nämlich dieser enorme Druck, den sie auf den Gegner ausüben. Sobald der den Ball hat, gehen sie direkt drauf, geben ihm keine Zeit zum Luftholen. Und das wird auch heute die Taktik sein. Und so sieht sie aus, die Startelf von Eintracht Frankfurt. Taktisch wählen sie heute 3-4-3. Das heißt, sie betonen das druckvolle Spiel, wollen schnell an den Ball, dann ihr System aufziehen. Wenn es gelingt, Wolf, ist das vielversprechend, hat aber auch Risiken. Mit knapp 25.000 Plätzen ist die Südtribüne im Signal Iduna Park zu Dortmund tatsächlich die größte Stehplatztribüne Europas. Und das mit einigem Abstand. Und natürlich entsprechend Schauplatz grandioser Choreografien, von der akustischen Power mal ganz zu schweigen. Die Frankfurter mit dem Anstoß, los geht's. Ja, sehr dribbelstark, macht das richtig gut. Und da werden sie doch noch gestoppt, das war eine gute Gelegenheit. Da mit viel Übersicht. Schön gehalten, aber Ball weiter im Spiel. Misslungener Pass, da hat schon ein wenig die Präzision gefehlt. Toll, Hazard. Jetzt der Schuss! Super gehalten! Aus dieser Entfernung, toller Reflex, perfekt antizipiert, wo der Ball hingeht. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Er könnte hier heute der überragende Akteur werden. Er ist auf jeden Fall einer, der am Ball wirklich alles kann. Und ich glaube, das zeigt er uns auch heute wieder. Ball wird abgefangen. Haaland. Er schießt. Der Ball prallt von der Latte ins Feld zurück. Erst geht der Ball ans Aluminium, dann hat er ihn. Die Gefahr ist damit erstmal bereinigt. Aber die Situation, Wolf, also die hätte schon ein Tor verdient gehabt, hat nicht viel gefehlt. Es gibt Neuigkeiten. Zum Spiel in der WWK Arena. Da hat es einen Treffer gegeben. Rüber ins Studio. Ja, wir haben hier das erste Tor für Hoffenheim. Torschütze ist diesmal André Kramaric. Sein Ball wurde noch abgefälscht, aber das war dennoch eine richtig starke Szene. Neuer Spielstand damit 1:0. Gespielt sind 9 Minuten. Vielen Dank für das Update. Haaland. Ja, da ist er zur Stelle. Ballgewinn. Er bringt den Steilpass, könnte gefährlich werden. Philipp Kostic. Was für eine Parade! Mit einem Hechtschwung kommt er an den Ball, macht sich ganz lang. Riesenaktion. Und man sieht wieder einmal, er ist ein hechtender Klassikkeeper. Ecke kommt in die Mitte.
Ball ist erstmal wieder raus. Der Schuss. Gut, wie er den Ball abblockt. Die Chance jetzt. Tor für die Eintracht. Wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung. Erst läuft der Ball richtig gut und dann ist es klasse gemacht. Knipserqualitäten, würde ich sagen. Aus kurzer Distanz lässt er dem Keeper keine Chance. Er freut sich über das Führungstor. Sie setzen sein taktisches Konzept im Moment richtig gut um. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Ja, ganz energisch geht er da dazwischen. Er kann sich durchsetzen. So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Der Ball kommt rein. Auf der Linie rettet er. Um ein Haar das Tor im letzten Moment zur Stelle. In Österlund gerettet er eben. Sie kratzen den Ball doch noch von der Linie. Voll gepfiffen, Freistoß für die Borussia. Die Gerüchte haben sich bestätigt. Er hat bei Tottenham Hotspur unterschrieben. Also mit ihm verstärken sie sich in jedem Fall. Das ist ein richtig guter Transfer. Es tut sich was im Borussia Park. Es ist ein Tor gefallen. Ich gehe rüber ins Studio. Wir haben hier das erste Tor für Bayern München. Der Torschütze ist Thomas Müller. Super Parade, klasse gehalten. Ecke kommt ins Zentrum. Da ist der Ball erstmal raus. Gibt Einwurf für die Eintracht. Da hat er Platz, jetzt die Flanke. Da klären sie erstmal. Hazard. Hazard. Klasse Balleroberung. Das war natürlich ein toller Zweikampf. Der Ball ist weg. Gibt es jetzt einen Gegenangriff? Der BVB hier mit dem nächsten Angriff. Die Chance für Haaland. Unglaubliche Parade. Die Ecke kommt. Hummels am Ball jetzt. Und den spielt er gleich wieder zurück. Das war richtig knapp. Ja, das sah gut aus. Da wäre fast der Ausgleich gefallen. Fairer Einsatz hier.
Hazard. Jetzt wird's gefährlich. Julian Brandt. Es gibt Elfmeter. Chance, den Ausgleich zu machen. Chance, wieder reinzukommen in dieses Spiel. Er gibt den Elfer, aber keine Karte. Ja, das sieht man selten. Scheinbar bewertet er den Strafstoß als Strafe genug. Haaland läuft an. Wenn man es zu genau machen will, passiert genau so etwas. Elfmeter geht an den Pfosten und dann ins Aus. War natürlich eine gute Chance, die darfst du eigentlich nicht liegen lassen. Manuel Akanji. Und der BVB auf dem Weg nach vorne. Schöner Spielaufbau. Sie wollen natürlich jetzt den Ausgleich, wollen hier wieder rein in diese Partie. Gute Balleroberung. Was machen Sie draus? Guter Pass. Da ist die Flanke. Abwehrversuch scheitert. Szene geht weiter. Chance für den Konter jetzt. Philipp Kostic. Erstmal abgeblockt. Ballverlust Dortmund. Will sich da jetzt auf durchaus ungewohnter Position den Ball holen. Jetzt der Versuch. Aber am Ende kommt nur dieser eher harmlose Schuss dabei rum. Keine Probleme. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Emre Can. Brandt. Meunier. Machen Sie gut, Ball erstmal weg. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Gefährlich der Steilpass. Eine starke Parade. Ecke kommt in die Mitte. Da ist der Ball erstmal raus. Vorteil, Spiel läuft weiter. Ja, und das ist auch gut so. Sebastian Rode. Sie sind da, Ball wird geblockt. Es gibt den Eckball und eine gute Gelegenheit hier. Und jetzt kriegt er doch noch seine Strafe. Der Schiri belässt es allerdings bei Gelb. Ja, für mich geht das in Ordnung, Wolf. Hartes Einsteigen, aber nicht überhart. Jetzt kommt die Ecke. Chance lebt noch. Gute Parade. Da passt er auf. Ball geklärt. Fängt diesen Ball ab. Haaland. Das ist Thorgan Hazard. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Emre Can. Vielleicht jetzt. Was für ein Reflex. Boah, Wahnsinn. Wie er den noch gehalten hat aus der Entfernung. Großartig. Wir hören es. Die Fans hoffen auf den Ausgleich. Jetzt die Ecke. Das ist der Ausgleich für Borussia Dortmund. Sie sind wieder da. Alles wieder offen.
das auch nochmal. Weit wird die Ecke reingeschlagen. Und dann ist das wunderbar gemacht. Mit dem Kopf ist er zur Stelle, setzt sich durch. Perfekt. Sie haben hier also den Ausgleich geschafft. 1-1. Hummels geht dazwischen. Jetzt vielleicht der BVB. Der Angriff könnte was werden. Schön gehalten, aber Ball weiter im Spiel. So. Oh, viel Platz jetzt. Da ist er zu früh losgelaufen. War nicht zu übersehen, abseits. Emre Can. Brandt. Den Ball hat er. Erstmal dazwischen gegangen hier. Erling Haaland. Torin Hazard. Es gibt noch. Ja, den hält er natürlich. Also Wolf, aus der Distanz musst du eigentlich mehr draus machen. So ist es kein Problem. Rode. Borre. Emre Can. Pass von Can wird abgefangen. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Nach 45 Minuten steht es hier 1-1. Da können wir gespannt sein, was in Durchgang 2 noch passiert. Er macht heute bislang eine gute Partie, finde ich. Wie siehst du es? Er hat den Ausgleich gemacht. Das dürfte Auftrieb geben. Den wird er auch brauchen, wenn er seine Mannschaft hier zum Sieg führen soll. Das Wetter wird nicht besser, aber trotzdem läuft die zweite Hälfte jetzt. Brandt. Brandt ist das jetzt? Das ist Brandt. Jetzt der Schuss. Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Er holt sich den Ball. Schöne Aktion. Julian Brandt. Abwehrversuch scheitert. Szene geht weiter. Und jetzt hat er den Ball. Weg ist der Ball. Geht dazwischen und hat den Ball. Hazard. Toller Zweikampf. Ah, das könnte was werden jetzt. Super Volley, aber kein Tor. Das war technisch herausragend gemacht. Das stimmt eigentlich alles. Es fehlen nur die entscheidenden Zentimeter.
Bald ist es soweit. Das nächste Spiel in der Bundesliga für Borussia Dortmund. Dann geht es auswärts gegen den SC Freiburg. Und da sind wir natürlich gern wieder mit dabei. Und wieder die Dortmunder in der Offensive. Und jetzt ist die Gefahr bereinigt. Sie können nichts aus dieser Szene machen. Im Rhein-Energie-Stadion hat sich was getan. Ein Tor ist gefallen. Im Studio gibt es jetzt alle Infos. Ja, wir haben hier das erste Tor für die Hertha. Neuer Spielstand damit 1:0. Jetzt ist er durch. Ja, gibt nur Abstoß. Da muss der Trainer nun an sein Team denken. Er nimmt den vorbelasteten Spieler runter, damit sie nicht auch noch in Unterzahl spielen müssen. Eine nachvollziehbare Entscheidung. Hazard. Mitspieler frei, jetzt kann der Pass kommen. Und jetzt ist der Ball weg, die Szene damit erstmal geklärt. Könnte in Konter gehen. Jede Menge Platz auf dem Flügel. Hereingabe. Sie können klären. Sebastian Rode. Er hält ihn. Ist es denn zu fassen? Wird hier jetzt einen Wechsel geben. Ecke kommt in den 16er. Ja, das war nix. Also ein Volley ist auch immer ein großes Risiko. Da muss schon alles stimmen. Das war hier nicht der Fall. Ach, sowas sieht er natürlich nicht gerne. Stichwort Chancenverwertung. Da hätten sie den Führungstreffer machen müssen. Emre Can. Das ist Meunier. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Er hat den Ball, gute Aktion. Und da sehen wir, mit wem es die Frankfurter in Kürze zu tun bekommen. Buschi. Ja, es geht gegen den FC Augsburg im nächsten Bundesligaspiel. Ja. Kann den Ball halten. Schön gehechtet. Macht das unheimlich sicher. War nicht ungefährlich, aber das war eine tolle Aktion. Ja, was denkst du dir als Trainer nach so einer Szene? Die Riesenchance und dann kommt überhaupt nichts dabei rum. Weiter alles ausgeglichen. Oh ja, der ist unzufrieden. Es tut sich was im Borussia Park. Es ist ein Tor gefallen. Ich gehe rüber ins Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer für Bayern München. Der Torschütze ist Thomas Müller. Übrigens schon sein zweiter Treffer. Der Ball wurde noch abgefälscht. Na, und dann ist der Keeper einfach ohne Chance.
Der neue Spielstand heißt nun 2:0. Gespielt sind 63 Minuten. Danke für das Update. Die Ecke kommt rein. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Guter Volley-Schuss. Super gemacht. Mit einem Hechtsprung kommt er an den Ball. Das war gefährlich. Er ist zur Stelle ein klasse Keeper. Kein Tor in der Szene. Die Fans. Aber jetzt erstmal Augen auf. Die Führung. Der Ball ist drin. Schön durchgesetzt, zieht am Verteidiger vorbei. Das ist eine seiner großen Stärken. Dieser Zug zum Tor, unnachahmlich. Tolles Tor. Da ist die Freude groß, auch am Spielfeldrand. Sie liegen hier vorne und es sieht gut aus. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Ja, setzt sich schön durch. Sie versuchen es. Trapp mit der Parade. Klasse Aktion. Ecke in die Mitte. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Emre Can. Super gehalten vor Trapp. Super gehalten eben in der Szene. Was für eine Aktion. Da fangen sie den Pass ab. Kontermöglichkeit. Jetzt müssen sie schnell spielen. Mahmoud Dahoud. Am Ball Julian Brandt. Hummels geht dazwischen. Mahmoud Dahoud. Schön abgeblockt. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Es gibt Neuigkeiten zum Spiel in der BBK. Da hat es einen Treffer gegeben. Rüber ins Studio. Wir haben hier Tor Nummer 3 für die TSG Hoffenheim. Der Torschütze war Munas Dabur. Und das ist schon sein zweiter Treffer. Ah, da wäre jetzt Platz. Der geht daneben und da haben doch ein paar Meter gefehlt. Guerrero. Dahoud. Ja, guter Steilpass hier. Noch ist die Chance da. Und mit diesem Treffer ist Borussia Dortmund wieder drin in diesem Spiel. Ausgleich. Die Wiederholung dieses Tores. Wir sehen zunächst mal die klasse Parade, aber die Kugel bleibt heiß. Ja, und wenn du dann seine Chance nochmal bekommst, dann passt das Ding. Alles wieder offen hier. 2:2. Es gibt Neuigkeiten im Rhein-Energie-Stadion. Ein Tor ist gefallen. Ich gebe kurz ab ans Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer für die Hertha. Der neue Spieler. Ein Tor nach dem anderen. Doppelschlag jetzt. Oh, was ist das hier für eine Begegnung?
Das ging schnell. Wieder Tor. So kann es gehen. Zweimal nicht konsequent genug und schon kassierst du den Doppelschlag. Die Führung soll jetzt verteidigt werden. Folgerichtig jetzt der Wechsel. Fünf Treffer haben wir gesehen. Es steht 3-2. Das ist ein enges Spiel. Ich glaube, für diese Aktion sieht er gelb. Er sieht gelb und man muss es so sagen, er ist damit noch gut bedient. Boah, richtig hartes Einsteigen. Da kann man sogar über Rot nachdenken. Oh, hier sieht man es nochmal ganz deutlich. Die Grätsche war alles andere als optimal. Ball kommt in den 16er. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Im Rhein-Energie-Stadion hat sich was getan, ein Tor ist gefallen. Im Studio gibt es jetzt alle Infos. Ja, wir haben hier das erste Tor für Köln. Andrej Duda hat das Tor erzielt. Dass der Torwart da nicht mehr an den Ball kommt, lag auch daran, dass der Ball abgefälscht wurde. Der neue Spielstand lautet damit also 2-1. Gespielt sind 80 Minuten. Vielen Dank für dieses Update. Pass kommt nicht an. Hazard. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Und da ist der Ball wieder weg. Witzel. Super Tackling. Die Chance auf den Konter. Szene immer noch gefährlich. Jetzt der Volley. Sie haben den Ausgleich. War das ein wichtiges Tor. Sie kommen tatsächlich zurück ins Spiel. Wir schauen uns noch mal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Und dann sehen wir, es wird eng, es ist kaum Platz da. Aber er setzt sich trotzdem durch. Exzellent. Seine Mannschaft hat sich hier wieder reingekämpft in diese Partie. Das gefällt ihm natürlich. Genau diesen Kampfgeist will er sehen. Der Ausgleich ist gefallen. Jetzt heißt es 3-3 und vielleicht war das noch nicht alles. Jetzt Meunier. Borussia Dortmund lässt nicht locker. Vielleicht die letzte Chance jetzt, das Spiel doch noch zu entscheiden. Also über den Rückhalt der Fans im Signal Iduna Park kann sich der BVB nicht beschweren. Die Kulisse ist unfassbar. Der BVB hier mit dem nächsten Angriff. Rückstand gewesen. Aber gut dicht gemacht. Tolle Aktion. Es tut sich was im Borussia Park. Es ist ein Tor gefallen. Ich gehe rüber ins Studio. Wir haben hier das nächste Tor für Bayern München. Erik. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Was für eine Rettungstat. Das war natürlich richtig knapp auf der Linie gerettet. Platz zum Kontern. Ballverlust. Ganz alleine. Volley genommen. Jetzt haben sie es. Das ist die Führung und so kurz vor Schluss müsste es das eigentlich sein. Spielstand, das erlebt man auch nicht alle Tage.
Das ist mehr als ordentlich vom Unparteiischen. 4 Minuten Nachspielzeit. Jetzt zieht er in die Mitte. Philipp Kostic. Und da hat er den Dreierpack. Ist der heute gut drauf? Das ist ja sensationell. Den hält keiner. Der macht da vorne, was er will. Auch das war wieder ein super Tor. Wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung. Erst läuft der Ball richtig gut und dann setzt er sich durch. Willensstark, das zeichnet ihn einfach aus. Er lässt der Abwehr keine Chance. Ja, ja, nach diesem Ausgleich schöpft er jetzt natürlich wieder Hoffnung. Seine Mannschaft macht das aber auch im Moment richtig gut. Die spielen hier beide mit offenem Visier und dann ist der Spielstand auch keine Überraschung mehr. Pass wird abgefahren. Oh, mit der Aktion holt er sich wohl gelb ab. Es gibt gelb gegen die Dortmunder. Richtige Entscheidung vom Schiedsrichter. Spielende, die Chance zur Führung und er bewahrt die Nerven. Ja, 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 war nicht anders zu erwarten. Sie drehen hier nur noch an der Uhr, es geht nur noch. Und in diesem Augenblick ist dieses Spiel zu Ende. Schlusspfiff, beide trennen sich hier am Ende also mit einem Unentschieden. Sie holen also im ersten Ligaspiel einen Punkt. Das ist kein optimaler Start, aber es ist auch kein Fehlstart. Die Chance jetzt. Tor für die Eintracht. Jetzt die Ecke.